Es war einmal vor langer Zeit ein junger Mann, der lebte in einem fernen, unbekannten Land. Er hatte schon früh viel Böses gesehen von der Welt, aber er war doch erfüllt von dem Traum, die Welt verbessern zu können. Er zog also hinaus in die große, weite Welt, um seinen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Wo er hinkam, sah er die Not der Menschen und ihren Gram. Doch wenn er helfen wollte, lehnten die Menschen seine Hilfe ab. Ja, er wurde immer öfter, je weiter er sich von zu Hause entfernte, von gerade denen, die seiner Hilfe am nötigsten bedurft hätten, am vehementesten angefeindet. Als er eines Tages nach einem weiteren verlorenen Kampf gegen die Ungerechtigkeit in der Welt sich alleine und verlassen auf einen Weg im Nirgendwo wiederfand, verzweifelte er. »Wozu soll ich noch einen Schritt tun?« fragte er laut vor sich hin, doch niemand antwortete ihm. Ja, selbst der Wind, der ihn oft auf seinen Reisen begleitet hatte, schwieg still. So beschloss er, nach Hause zurückzukehren, in sein Heimatland, wo dereinst seine Wiege stand. Er vermied es, durch die Dörfer zurückzukehren, durch die er gekommen war, und nahm gewaltige Umwege in Kauf. Es dauerte lange, bis er wieder zu Hause ankam. Doch dort kannte ihn niemand mehr. Es sei vor vielen Jahren ein junger Mann auf und davon ins Blaue losgezogen, hörte er die Leute erzählen, doch der sei nie zurückgekehrt. Das Haus, in dem er geboren ward, gehörte nun einer anderen Familie, und er war in der eigenen Heimat zum Fremden geworden. So zog er weiter in das Nachbardorf, um dort seine letzten Jahre zu verbringen. Er mietete sich ein kleines Mansardenzimmer und verbrachte fortan seine Tage damit, die Schlechtigkeit der Welt zu beweinen. Inzwischen hatte die Technik Einzug gehalten in seinem Land und auch vor dem Dorf, in dem er jetzt lebte, nicht Halt gemacht. Wenn er jetzt auf die Straße ging, die Vögel zu begrüßen und den Leuten bei ihrem emsigen Treiben zuzuschauen, hörte er immer öfter die Worte »Handy« und »Internet«. Doch es dauerte eine lange Weile, bis er begriff, wofür die ihm unbekannten Worte standen. Eines Tages beschloss er, sich mit diesen neuen Dingen ein wenig näher zu beschäftigen. Chatten könne man da und neue Leute kennenlernen, so erzählten sich selbst die nicht so beschlagenen Bauern, die des Abends nach getanem Tagwerk im Gasthaus den Tag ausklingen ließen. Er saß nicht an ihrem Tisch, denn sie mochten ihn nicht bei sich haben. Er war ein Fremder im eigenen Land und musste froh sein, geduldet zu werden. Doch man ließ ihn in Frieden, aber reden mochte niemand mit ihm. Schließlich beschloss er, einen Teil der wenigen Taler, die ihm von seinen Reisen verblieben waren, zu investieren und kaufte sich auch einen Zugang zu dem sagenumwobenen Internet. Er war zunächst ziemlich verwirrt, was er dort zu sehen und zu hören bekam, entdeckte aber schnell, dass das Unglück und die Einsamkeit der Menschen sich auch dort fortzusetzen schien. Also richtete er sich einen Punkt ein, von dem er wusste, dass dort über kurz oder lang die Menschen im Netz vorbeikommen würden. Er stellte seine Bilder aus und wartete geduldig, bis der Erste bei ihm anklopfte. Da sich die Menschen dort nicht kannten, war er nur einer von vielen. Auch hatte er seinen Namen geändert, aber wegen der vielen, die vor ihm an diesem Platz waren, hatte er lange suchen müssen, bis er einen Namen fand, der ihm gefiel und von dem er glaubte, dass er zu ihm passen würde. Dass er, obwohl er ein alter Mann geworden war, den Namen einer Königin angenommen hatte, erschien ihm zu gleichen Teilen spaßig und passend. Und siehe da, dem ersten Besucher folgten weitere, und schnell hatte er mehr Freunde auf einem Platz versammelt, als er Aufmerksamkeit zu verteilen hatte. Dennoch verbrachte er viel Zeit mit ihnen. Langsam begannen die Leute zu bemerken, dass es viele Dinge gab, bei denen er ihnen helfen konnte, und er vergab Hilfen, wo immer sie gebraucht wurden. Eines Tages lernte er ein junges Mädchen kennen. Er kam mit ihr ins Gespräch und es entwickelte sich eine tiefe und innige Freundschaft. Sie diskutierten endlos miteinander, und wenn sie des Abends früh ins Bett musste, denn ihre Eltern waren sehr streng, dann hinterließ er ihr eine Botschaft für den nächsten Tag. Er begann zu glauben, die Realität, aus der er immer mehr flüchtete, könne ihm in dieser virtuellen Welt nichts mehr anhaben.
Doch als das Mädchen eines Tages schrieb, dass sie endlich wissen wolle, wer er wirklich sei, da wusste er, dies war der Anfang vom Ende. Aber er war eine ehrliche Haut geblieben und beantwortete wahrheitsgemäß jede Frage, die das kleine Mädchen ihm stellte. Nach und nach begann der Schriftverkehr spärlicher zu werden, und als er schließlich ihre Frage nach seinem Alter beantwortete, bekam er keine weitere Antwort mehr. Tagelang war er traurig und weinte, denn er konnte sich nicht erklären, warum sie ihn nun ignorierte, nichts mehr mit ihm zu reden hatte. Waren die Gespräche doch so interessant und ergiebig gewesen. Doch er war auf seinen Reisen viel herumgekommen, und er war es gewohnt, dass so manche Enttäuschung am Wegesrand stand, die nur darauf zu warten schien, dass er vorbeistiefelte. Also kehrte er schließlich zurück und beschloss, neue Leute kennenzulernen. Doch was er auch unternahm, wen er auch kennenlernte, die Geschichte wiederholte sich jedes Mal aufs Neue. Manchmal war er zu alt und manchmal zu jung. Manchmal lag es daran, dass er ein Mann war, und manchmal auch einfach nur an seiner Herkunft. Auch jene, die ihn kennengelernt hatten und ihn sympathisch fanden, zogen sich schnell wieder zurück, wenn er ihren Wünschen entsprechend immer mehr über sich verriet, während sie sich selbst in dunkles Schweigen hüllten. So kam es, dass er eines Tages in der kleinen virtuellen Welt, die er sich geschaffen hatte, alleine war. So alleine, wie er gewesen war an dem Tag, an dem er beschlossen hatte, nach Hause zurückzukehren. Inzwischen war er wirklich ein alter Mann geworden. Er hatte vor einiger Zeit zu humpeln angefangen. Sein Haar war schütter geworden und sein Gesicht trug die Verbitterung in jeder Falte, die das Leben in sein Gesicht gemeißelt hatten. Nach und nach waren ihm die letzten alten Zähne ausgefallen. Sein Blick war trüb geworden und er hörte nicht mehr sehr gut. Doch noch immer saß er an lauen Sommerabenden, wenn die Mittagshitze einer kühlenden Brise gewichen war, auf einer versteckten Bank am Rande des Dorfplatzes, stützte sich auf seinen Stock und sah den Kindern beim Spiel zu. Seinen Platz in dem vielbeschworenen Internet hatte er längst wieder aufgegeben, konnte er doch kaum mehr die Post lesen, die er vereinzelt noch bekam und die sich bei genauerer Betrachtung als Werbung herausstellte. Schließlich rückte sein 70. Geburtstag näher und er spürte, dass das Ende näher kam. Er wusste, wenn dieser Winter zu Ende ging, würde er keinen weiteren mehr erleben. An seinem Geburtstag stand er, wie jeden Morgen, früh auf, wusch sich Hände und Gesicht und stieg die steile Treppe hinab zum Briefkasten, um nachzusehen, ob er so leer war wie an jedem Tag. Aber welch freudige Überraschung! Da lag Post für ihn. Ohne sie näher anzuschauen, stieg er die Treppen wieder hinauf, denn er brauchte seine Brille, um zu sehen, wer ihm da geschrieben hatte. Doch er zweifelte nicht, dass irgendein vergessener Freund ihm zu seinem Jubiläum gratulieren wollte. Er setzte sich in seinen alten und verschlissenen Sessel nieder, stopfte sich in aller Ruhe ein Pfeifchen, zündete es an und zog dann die Brille über seine Nase. Zwei Briefe lagen neben ihm auf dem kleinen Beistelltischchen und er griff nach dem ersten. Als er ihn öffnete, zog er eine Karte heraus und es war eine Glückwunschkarte. Aber von wem? Doch dann gefror sein Lächeln, denn es war bloß ein automatisch erstellter Standardgruß von der Bank, bei der er seine letzten Taler aufbewahrte. Er sank zurück und erging sich in düsteren Gedanken. Dann schnellte er mit erstaunlicher Geschwindigkeit wieder hoch und griff nach dem zweiten Brief, öffnete ihn und las: »Bitte überweisen Sie bis zum Blablabla den fälligen Betrag auf das Konto Blablabla.« War das alles, was in seinem Leben zusammengekommen war? Waren das die Früchte seines Tuns und Handelns? Er machte noch einige letzte Züge an seiner mittlerweile fast heruntergerauchten Pfeife, klopfte sie schließlich aus und säuberte sie so rituell und sorgfältig, wie er es immer getan hatte. Schließlich verstaute er sie sorgfältig wie einen Schatz wieder in ihrem verschlissenen Etui und legte dieses an seinen Platz. Er lehnte sich zurück und schloss die Augen, doch er dachte nicht mehr nach. Still und leise und unbemerkt von jedermann hauchte er seinen letzten Atemzug aus und war am Ende seiner langen Reise angekommen.
Als sein Vermieter ihn am nächsten Morgen noch immer in seinem Sessel scheinbar schlafend vorfand, wollte er ihn wecken und ihm eröffnen, dass er jetzt ausziehen müsse. Er habe neue Mieter gefunden, sagte er, und er müsse jetzt endlich ins Armenhaus zu den anderen armen Alten. Doch unser Freund hörte diese Worte längst nicht mehr. Und obwohl er zu schlafen schien, waren seine Züge entspannt und friedlich. Als die Totenträger ihn später hinaus auf ihren alten Karren trugen, bemerkten sie nur ein unerklärliches Lächeln, und noch viele Jahre später erzählte man sich von dem seltsamen alten Mann, den nie jemand hatte auch nur lächeln sehen, und wie er gelächelt habe, als man den Deckel über ihm geschlossen habe.